Ja, servus Freunde zu einer neuen Folge von Nachdenken TV. Zu Beginn nochmal eine kurze Info für euch, dass sich ja die Schlagzeilen leider immer mehr häufen und diese natürlich auch erhebliche Zeit irgendwo in Anspruch nehmen, zwecks der Recherche und auch dem Ausarbeiten von den Videos. Werde ich dann in Zukunft zurzeit einmal die Einzelfälle, die immer am Ende des Videos kommen, mal weglassen und werde dafür eigentlich, wenn das dann irgendwo erforderlich ist, so wie heute zum Beispiel auch, das dann in den Schlagzeilen einfach mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Und sollte irgendjemand an diesen Einzelfallberichten Interesse haben, wo ich da meine Infos herbeziehe, für den verlinke ich dann der Einfachheit halber einfach mal in der Videobeschreibung die Homepage der Polizeidienststellen. Und wer da also was Bestimmtes sucht, der wird das also relativ schnell herauskriegen. Ich mache das jetzt absichtlich eigentlich mal nicht. Hate Speech lässt grüßen. Da könnt ihr auf dem Presseportal können, habt ihr auch ein Kästchen. Und wenn ihr da also ganz bestimmte Schlagworte zu den Goldstücken hier eingibt, dann werdet ihr da also sehr schnell und umfangreich fündig werden. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Schlagzeilen von heute. Und zwar blicken wir als erstes heute mal nach Nordrhein-Westfalen. Und wie eigentlich fast immer bei meinen Schlagzeilen, müsste mal wieder ganz, ganz stark sein und selbstverständlich auch die großen Eimer parat halten. Und zwar geht es heute mal um dieses Logo hier. Habt ihr das irgendwo schon mal gesehen? Falls nicht, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das die meisten noch nicht gesehen haben. Ich habe es bis zum gestrigen Tag auch nicht gesehen. Dann seid ihr also mit Sicherheit nicht im Ruhrgebiet irgendwo zu Hause. Und bezugnehmend auf dieses Logo stellt ihr euch jetzt einfach mal folgende Situation vor. Auf einem Bahnsteig im Ruhrgebiet wartet eine junge Frau auf die Bahn. Auf ihrer Tasche oder ihrer Jacke, ist egal, ist dieser blaue Button mit der Hand und dem Plus 1 zu sehen. Ja, soweit eure Vorstellung mal. So, Hintergrund dieser Nachricht oder dieses Buttons. Dieser Button signalisiert, dass sie, also diese junge Frau, bei der Aktion Flüchtlinge mitnehmen mitmacht. Die Idee dieses Projektes ist es, dass Ticketinhaber für öffentliche Verkehrsmittel einen der kulturbereichernden Flüchtlinge mitfahren lassen kann. Dieses Projekt gibt es nun mittlerweile seit 2015 schon. Komisch, man hört also nirgendwo was, wenn man nicht durch Zufall mal auf sowas stößt. Unter anderem wird es praktiziert in Duisburg, in Essen, in Bochum und in Gelsenkirchen. Die Initiatorin dieses, ich drücke so aus, hirnlosen und absolut wirklich brandgefährlichen Projektes, das ist Rebecca Radmacher. Und die möchte also typisch Multikulti bescheuert eigentlich dabei helfen, Zitat, die Geflüchteten in die Gesellschaft mitzunehmen und ihnen den Alltag ganz praktisch zu erleichtern. So. Wenn ihr jetzt fertig seid mit dem Kotzen, dann erzähle ich euch jetzt mal, welchen Vergleich ich hier eigentlich ziehe. Für mich ist das das Gleiche, als wie wenn ich Lämmer zur Schlachtbank führe. Ganz drastisch ausgedrückt. Was will eigentlich so eine irre Tante wie die hier damit erreichen? Das Zitat von ihr: Auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Fahrt zur Uni kann man sich nebenbei ehrenamtlich engagieren. Es kostet auch nichts, keine zusätzliche Zeit und kein zusätzliches Geld. Aus einer einfachen Fahrt können natürlich auch mehr entstehen.
ein nettes Gespräch, eine Bekanntschaft oder vielleicht sogar Freundschaft. Also das Einzige, was man damit eigentlich erreicht, das ist, dass die hochbegabten Raketentechniker hier aus dem Wumumbiland, wo auch immer die herkommen, mit so einer Scheißaktion die Frauen eigentlich auf dem Silbertablett überreicht kriegen. Ja? Jeder, der sowas in die Welt setzt, der ist meiner Meinung nach mit Schuld an den daraus entstehenden Straftaten von diesen Goldstückchen. Ja? Und für mich ist auch klar, wer hier eindeutig, drückt es ganz bewusst aus, eine Mitschuld trägt, ist mal wieder eine von den roten Saftnasen aus dem SPD-Eck. Und zwar Aydan Özoguz, wer soll es sonst sein? Die finanziert nämlich über ihren Job als Beauftragte für Migration, Flüchtlinge, Integration diese Aktion unter anderem auch mit, genauso wie die Deutsche Bahn und die Caritas. Für mich ist das einfach Schweinerei im Quadrat und dieser Hohlbirne von der SPD hier, der sollte man mal umgehend wirklich den Job entziehen, weil das ist absolut brandgefährlich, was die hier treibt. Und was mit Sicherheit auch sinnvoll wäre für die, wäre mal eine psychologische Untersuchung der Zurechnungsfähigkeit. Kann absolut nichts schaden. Ja. Zweite Meldung, seit vorgestern, also sprich seit 1.1. gilt ja dieses neue Netzdurchdringungsgesetz von unserem maßlosen Maß. Und wir haben auch mittlerweile schon das erste populäre Opfer, oder sagen wir mal bekannt populär, vielleicht bin ich falsch ausgedrückt, aber das erste bekannte Opfer, das ist bereits gestern herausgetreten, also schon am 2., einen Tag nach Beginn dieses Supergesetzes. Und zwar ist es die stellvertretende AfD-Bundestagsfraktionschefin Beatrix von Storch. Nach einem Twitter-Tweet wurde ihr der Account für, ich glaube, 12 Stunden gesperrt. Twitter verhängte daraufhin ganz natürlich diesem Maß-like-Zensurgesetz, diese Sperre. Von Storch veröffentlichte nach dieser Sperrung dann nochmal einen Screenshot davon, auch auf Facebook, der aber ebenfalls ganz der Maß-Säuberungsaktion zum Opfer fiel. Vorausgegangen für das Ganze war die Kölner Polizei, die am Sonntagabend, also an Silvester, nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer, französischer und unter anderem auch arabischer Sprache unter dem Motto, in Anführungsstrichen, friedlich feiern, Respekt zeigen. Kotzen. Informationen zu den Silvesterfeierlichkeiten in der Stadt Köln ebenfalls auf Twitter verbreitet hat. Als Reaktion hier auf diesen arabischen Tweet der Polizei twitterte dann Beatrix von Storch auf ihrem Account, Zitat, was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus Nordrhein-Westfalen auf Arabisch? Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen? Fragezeichen. Zitat Ende. Das ist also keine Feststellung, das ist eine Frage für mich. Fragezeichen drückt es eigentlich aus. Aber das alleine scheint also dank dem Heiko Maßlos hier schon Grund genug eigentlich zu sein, damit die Kölner Polizei auch gleich noch eine Strafanzeige gegen die AfD-Politikerin erstellt hat. Zitat, es werde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Wenn der Verdacht besteht, dass es sich um eine Straftat handeln könnte, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Zitat Ende, so Thomas Höld, Pressesprecher der Polizei Köln. Nur mal so als kleine Zwischenbemerkung. Wenn man gesetzlich zu irgendwas verpflichtet ist, dann wären die Behörden in Deutschland zu noch ganz anderen Dingen gesetzlich verpflichtet und es interessiert keine alte Sau.
Die Antwort von Storch hier: Ich werde Barbaren auch weiterhin Barbaren nennen, wenn wir gegen solche Menschen Schutzzonen benötigen. Damit hat sie recht. Sie meint damit Schutzzelte für Frauen, die hier speziell von der Stadt Köln eingerichtet wurden für die Silvesterfeierlichkeiten, damit sie dann irgendwo mal, wenn die Armlänge Abstand mal wieder nicht einzuhalten war, damit sie sich dann flüchten können. Ja toll, klar, müssen wir bloß noch ein Schild außen ranhängen, bitte nicht füttern oder was. Was soll dieser Scheiß? Ich finde, Beatrix von Storch hat hier völlig recht. Und der Meinung bin also nicht nur ich, sind also mehrere komischerweise. Und sie erhält dann auch unter anderem Unterstützung auf Facebook beispielsweise von der AfD-Fraktionsvorsitzenden, also ihrer Parteikollegin Alice Weidel. Die hat dann am Montag, also sprich am 1., ein Zitat von sich gegeben. Das Jahr beginnt mit dem Zensurgesetz und der Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, messerstechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen. Die deutsche Polizei kommuniziert mittlerweile auf Arabisch, obwohl die Amtssprache in unserem Land Deutsch ist. Zitat Ende. Ich finde absolut in Ordnung, so ist es, wenn die deutschen Behörden nicht mehr Deutsch sprechen und Deutsch schreiben, dann ist ja eigentlich schon alles scheißegal, oder wie? Das zeigt dann eigentlich, wie weit das dann diese Islamisierung, die wir ja angeblich gar nicht haben hier in Deutschland, wie weit die dann eigentlich doch schon vorgedrungen ist, also bis in die offiziellsten Stellen. Und während ich jetzt gerade hier diesen Bericht geschrieben habe, erhalte ich dann aktuelle Neuigkeiten auch gleich noch dazu. Und zwar hat sich Beatrix von Storch gegen diese Kritik gleich einmal verteidigt. Zitat: Die politische Korrektheit hat dazu geführt, dass viele ernste Probleme nicht mehr beim Namen genannt werden. Es ist an der Zeit, dass wir in der öffentlichen Debatte die Probleme wieder beim Namen nennen, ohne Anzeige und ohne Zensur. Zitat Ende. Ich finde es absolut klasse, dieser Satz. Kann auch der Herr Maßlos nichts dagegen sagen. Weil das ist Fakt, wie sie es sagt. In der öffentlichen Debatte, wir haben in Deutschland die Meinungsfreiheit. Noch, ist leider so, muss man leider noch sagen, wer weiß wie lange. Aber im Moment ist es so. Und wenn ich heute ein Problem einfach nicht mehr ansprechen darf, letztes oder vorletztes Video von mir hat man das ja auch, das Thema Muffel, darf man ja nicht mehr sagen, die heißen jetzt Umas. Er gibt zwar keinen Sinn, aber jeder, der irgendwo seinen Sessel festigen will und weiterhin dort reinfurzen möchte, der denkt, er muss sich mit sowas, ein künftiges Statussymbol setzen. Außerdem wirft Frau Storch hier den etablierten Parteien weiterhin noch vor, dass diese die massive Verschlechterung der Sicherheitslage vertuschen. So sprach von Storch von einem Asyldesaster unter Kanzlerin Angela Merkel, dessen gravierende Folgen schöngeredet werden. Das fängt schon bei geschönten Kriminalstatistiken an und reicht bis zum Verschweigen schwerer Gewaltverbrechen in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Man kann wieder nichts dagegen sagen, diese Frau hat recht. Ja, und in der Info, die ich jetzt gerade da drüber erhalten habe, ist dann auch noch ein weiterer Vermerk mit enthalten, dass die Staatsanwaltschaft Köln nun auch gegen die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel ermittelt. Und das wird nicht einmal still und heimlich und leise irgendwo gemacht, sondern so offensiv wie nie zuvor. Und das müssen die Leute einfach mal erkennen. Diese meinungsfreiheitsliebenden Politiker, die da sich über Länder wie Iran oder über die Unterdrückung in Dustinkistan hier aufregen und da sagen, das geht einfach nicht, das muss ja demokratisch laufen. Wo ist die Demokratie hier? Die Demokratie in Deutschland ist tot. Weil ich höre nichts von denen.
Das zeigt jetzt eigentlich schon zu Beginn des Jahres, dass die AfD für mich und für viele andere hoffentlich auch als freiheitlich-demokratische Kraft in Deutschland auch in diesem Jahr wirklich absolut unverzichtbar ist und hoffentlich auch immer stärker wird. Ich wünsche mir da wirklich, dass es Neuwahlen gibt und damit immer mehr Leute eigentlich denen die Unterstützung geben, weil das sind die einzigen, die irgendwo noch für die deutsche Bevölkerung kämpfen. Was sich auch zeigt, ist noch was anderes hier. Bei dem scheiß Netzdurchdringungsgesetz, da handelt es sich schlicht gesagt um ein Zensurgesetz, um nichts anderes, auch wenn das immer anders dargestellt wurde. Es ist nichts anderes. Dieses wollte einfach nur und wird in keinster Form irgendwo Gesetzesverstöße eindämmen. Der einzige Zweck von dem Gesetz ist der, dass es ein Mittel ist, um durch Zensur und Einschüchterung die Kritiker des heiligen Merkel-Islamierungssystems hier oder auch bei anderen Punkten betreffend einfach die Leute mundtot zu machen. Das ist der einzige Sinn und Zweck und den dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Flutet sie mit solchen Kommentaren, weil es ist Meinungsfreiheit, jeder darf das sagen und ist meine Meinung. Machen kann jeder selber damit, was er denkt. Ja, und heute blicken wir dann auch mal zu unseren französischen Landsgenossen. Da sehen wir nämlich auch mal die kulturelle Bereicherung aus dem ganzen Safthaufen wieder mal in vollem Umfang. In der Pariser Vorstadt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Champigny-sur-Marne, da hat also ein Bereicherungsscheißhaufen ein Einsatzfahrzeug der Polizei umgekippt. Und anschließend hat dann der Raketentechnikerverein hier ohne jegliche Gnade oder gar Dankbarkeitsbekundungen eine junge Polizistin und ihren männlichen Kollegen angegriffen und brutal verprügelt. Dem Polizisten wurde mit einem Faustschlag die Nase gebrochen. Die junge am Boden liegende Polizistin wurde von dem Mob hier getreten und geschlagen. Die beiden verletzten Beamten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Letzter Stand ist, ist soweit zum Glück nicht so schlimm ausgegangen. Aber da muss man eigentlich schon wirklich von Glück reden. Wer sich dieses Video hier mal angucken will, ich habe hier mal einen Ausschnitt über die betreffende Stelle. Ja, und wer also nach diesem Videobeitrag hier, wer also da wirklich noch von Kultur, Anstand oder Respekt von den Neandertalerhorden hier spricht, dem hat also die Links-Grün-Merkel-Regierung wahrscheinlich wirklich schon ins Hirn geschissen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das Problematische an der Sache ist, und das erkennen zurzeit leider noch viel zu wenig Deutsche, solche Zustände werden auch in Deutschland immer mehr werden. Und das heißt für uns, wenn wir nichts dagegen unternehmen, Freiheit AD. Ja, und dann gucken wir heute auch mal wieder nach Berlin, in unsere, soll ich mal sagen, Islamisten-Großstadt. Da sehen wir nämlich auch mal wieder, wie uns der Mainstream in dem Zusammenhang auch noch gleichzeitig mit verarschen will, vom Allerfeinsten. Am 31.12. hat ein Syrer in Berlin-Schöneberg mehrere Menschen attackiert. Eines seiner, klar, wie soll es denn anders da sei, ausschließlich deutschen Opfer
hatte er als Ungläubigen beschimpft. Laut dem Mainstream-Pack hier in dieser Berichterstattung hat dieser Vorfall aber natürlich nichts mit dem Islam zu tun. Der Mann sei verwirrt gewesen. So habe der 23-jährige syrische Täter im U-Bahnhof Bayerischer Platz eines seiner Opfer als Ungläubigen beschimpft. Ja, stopp, Moment mal. Ist das nicht Hassrede? Heiko, dein Einsatz! Zuvor hat dann der Kulturbereicherer mit Messerhintergrund, so nenne ich ihn jetzt mal, den 50-jährigen Mann gefragt, ob er ein Türke sei. Als das Opfer dies verneint hat und sich als Deutscher zu erkennen gab, stach dieser offenbar Antideutsche hier einfach zu. Ohne weiteres, einfach, du bist kein Türke, komm her, ich hab was für dich. Zum Glück hat er dann diesen 50-Jährigen nur leicht verletzt. Aber damit nicht genug. Dieser Syrer hier, der griff dann auch noch weitere Menschen an. Darunter auch unter anderem eine Mutter mit einem kleinen Kind. Alle, die er wohlgemerkt hier angegriffen und angegangen hat, sind alles Deutsche ohne Migrationshintergrund. Die blieben aber zum Glück dann alle unverletzt. Die Polizei hat dann den Täter festgenommen und den Mann in eine Klinik gebracht, wo er von einem Psychiater untersucht wurde. Lasse ich jetzt mal so dahingestellt, kommentiere ich jetzt mal nicht weiter. Natürlich aber, wie soll es anders sein, dieser Syrer ist mal wieder Polizei bekannt gewesen. Und gestern hat dann der Polizeisprecher Winfried Wenzel von der Berliner Polizei ein Zitat abgegeben: Ein islamistischer Hintergrund sei nicht auszuschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen werde der Messerangriff jedoch eher als Tat eines psychisch auffälligen Mannes bewertet. Ich weiß nicht, ich werde schon wieder grün im Gesicht. Und dazu passt natürlich auch Mainstream-like die Schlagzeile im Tagesspiegel des öffentlich-rechtlichen Haufens hier. Die lautete: Verwirrter attackiert Passanten im U-Bahnhof Bayerischer Platz. Und in der Berichterstattung dann dazu hier kam dann so ein kleiner Hinweis, wenn die Leute also wie gesagt manchmal nicht blind und taub durch ihr Leben laufen, kriegen sie selbst in dem öffentlich-rechtlichen Verbrecherhaufen mal ein bisschen was mit. Der polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aha. Also war dieser messerschwingende irgendwas hier wohl dann doch nicht so ganz verrückt, sondern doch fremdenfeindlich motiviert. Weil sonst würde der Staatsschutz hier nicht eingreifen. Aber wie es halt leider immer so ist, für die meisten Zuhörer dieser qualitativ hochwertigen Berichterstattung, die Aussage von dem Polizeisprecher hier und die äußerst genau recherchierte Berichterstattung vom Tagesspiegel, die lassen natürlich mal wieder keinen Zweifel offen. Die Deutschen sollen verarscht werden. Nur um nicht die Wahrheit zu erfahren. Das ist so. Und was ist die Wahrheit in der ganzen Berichterstattung und in dem ganzen Zusammenhang mit diesem bereichernden Volk? Die Wahrheit ist, diese Politik und diese Politiker, die wir jetzt oben haben von den Altparteien, die werden Deutschland gegen die Wand fahren. Das war's. Ende. Ja, und noch eine Meldung aus dem schönen Dortmund im Ruhrgebiet habe ich hier auch noch. Zeigt auch wieder mal die Friedfertigkeit dieser Muselmänner. Am Neujahrsmorgen prügelten sich vor einer Gaststätte rund 15 Männer. Teils mit Glasflaschen gingen sie aufeinander los. So weit, so gut, können sie gerne machen, solange sie es untereinander handhaben. Den beiden zuerst eintreffenden Beamten der Polizei gelang es zunächst, die beiden Streitparteien hier voneinander zu trennen. Kurz darauf trafen dann weitere Unterstützungskräfte der Polizei am Ort des Geschehens ein. Drei dieser Männer zeigten sich jedoch besonders hartnäckig.
Sie hatten mit dem Eintreffen der Polizeibeamten einen neuen Gegner gefunden. Und das waren natürlich die Beamten, die hier eingetroffen sind. Und zwar wurden die Beamten mehrfach beleidigt, bedroht und auch angegriffen. Ein ganz rabiater, so ein 21-jähriger Rotznase, bedrohte eine Polizeibeamtin sogar mit einer augenscheinlichen Schusswaffe, welche sich dann glücklicherweise nach dem zu Boden bringen von dem Kulturbereicherer hier als Gaswaffe herausgestellt hat, was schlimm genug ist. Die Ermittlungen gegen die drei Festgenommenen dauern an. Strafrechtliche Vorwürfe lauten gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Soweit, so gut. Bleibt jetzt eigentlich nur eine Frage. Wieso wurden eigentlich nur drei festgenommen? Es waren rund 15 Beteiligte, laut dem Polizeibericht. Was haben dann die anderen 12 gemacht? Karten gespielt? Sie waren in dieser Scheiße hier mit dabei. Fakt ist, die gehören sich genauso mit festgenommen und erstmal Personalien festgestellt und so weiter. Einfach mal gucken, was sind das hier für Zwergnasen. Und ganz nebenbei dann die Erwähnung natürlich, weil zuerst heißt es nämlich in dem Polizeibericht, es handelt sich um Dortmunder, keineswegs. Bei dieser Schlägerei handelt es sich um türkische und arabische Männer. Die haben sich wahrscheinlich wieder mal nicht grün hinter den Ohren sein können gegenseitig und dann wollten sie sich die Birne einhauen. Wie gesagt, sollen sie gerne tun, aber sinnvoller wäre es natürlich, die einfach mal dorthin zu schicken, wo sie herkommen. Da können sie tun und lassen, was sie wollen, ob sie da mit Flaschen oder mit sonst was aufeinander losgehen. Das ist mir persönlich dann relativ egal. Aber Fakt ist, solche Täter zu importieren, diese Vorgehensweise muss aufhören. Definitiv. Ja, das war es mal wieder für einen Moment. Denke mal, bei der Häufigkeit, wo die Meldungen demnächst zurzeit hier da eintreffen, muss man ein bisschen ausklabustern, was vielleicht wichtiger und nicht ganz so wichtig ist. Versuche ich eigentlich schon immer. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich über ein Abo, über Daumen hoch und über natürlich auch Kommentare hier freuen. Und bin also da auch gerne interessiert dran, mal mit dem einen oder anderen hier via den Kommentaren die Meinungen auszutauschen. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, Daumen hoch.